Hallo meine hübschen Haseleins. Ja, heute mache ich mal ein Video über Masken. Das habt ihr euch gewünscht. Also ganz viele haben das bei Instagram geschrieben, dass ich doch gerne mal ein spezielles Maskenvideo machen soll. Und das mache ich jetzt auch. Und zwar habe ich mir überlegt, ich zeige euch meine momentane Top 5 an Masken. Das kann sich natürlich ändern, weil es kommen ja auch immer wieder neue Masken raus und die Haut verändert sich ja auch und das Wetter verändert sich und daher hat man natürlich auch unterschiedliche Ansprüche. Und genau, deshalb zeige ich euch jetzt einfach mal das, was ich jetzt so hier liegen habe und zurzeit meine Top 5 an Masken ist. Das hat jetzt keine bestimmte Reihenfolge, ich zeige die euch jetzt einfach. Ich finde die alle 5 eigentlich gleich gut. Und zwar habe ich mir als erstes rausgesucht meine Balea Milch- und Honigmaske. Die habt ihr auch schon in ganz vielen Aufgebrauch-Videos gesehen, so wie alle anderen Masken, die ich euch jetzt zeige. Ich mag die einfach sehr gerne, weil die sehr, sehr reichhaltig ist. Also man hat das Gefühl, dass die Haut danach wirklich richtig schön Feuchtigkeit hat, also genau die Feuchtigkeit, die sie braucht. Und es ist halt nicht so, das ist nicht so eine fettende Maske, obwohl sie sehr reichhaltig ist. Und was natürlich auch super ist, ist der Geruch. Milch und Honig ist absolut geil. Die benutze ich übrigens auch sehr, sehr gern im Sommer. Also das ist jetzt keine Maske, weil sie halt nach Milch und Honig riecht, die ich nur im Winter verwende. Ich kann euch ja mal vorlesen, was draufsteht. Pflegt die Haut geschmeidig mit Mandelmilch und Akazienhonig und die ist regenerierend für gestresste Haut. Also die mache ich wirklich sehr, sehr gern. Was ich auch ganz oft von euch gefragt werde, ist, ob ich die Masken abwasche oder ob ich die mit einem Tuch abnehme, den Rest dann verreibe und sozusagen als Nachtcreme verwende. Also das mache ich nicht. Ich wasche meine Maske immer ab, weil ich das absolut ekelhaft finde, wenn ich dann noch so einen Film von einer Maske auf der Haut habe. Ich nehme abends meine Nachtcreme und das ist doch nochmal ein anderes Gefühl als mit einer Gesichtsmaske. Also ich wasche die immer wieder ab. Es kann natürlich jeder machen, wie er das gerne möchte, aber ich wasche die eben ab. Also ich finde das Gefühl einfach wesentlich besser. Und ja, also die kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Die ist auch sehr verträglich, also das ist eine Maske, es gibt viele Masken, muss ich ganz ehrlich sagen, die auch bei mir so gerade an den trockenen Stellen, die da einfach ein bisschen brennen. Aber da muss ich euch ganz ehrlich sagen, da dürft ihr euch nicht gleich in den Tanga scheißen, weil ganz viele von euch schreiben mir immer, ja, bei mir fängt die Maske so ein bisschen an zu prickeln. Wenn das ein bisschen prickelt und vielleicht auch ein bisschen an der Nase so brennt, dann ist das einfach nur ein Zeichen davon, dass sie wirkt, weil da halt in vielen Sachen, in vielen Masken ist halt sehr viel Feuchtigkeit drin. Und deshalb, wenn das natürlich jetzt richtig doll brennt, das habe ich euch ja schon mal gesagt, dann müsst ihr es natürlich abnehmen, ist klar. Aber ansonsten dürft ihr da nicht gleich Panik kriegen. Lasst die wirklich mal eine Weile einziehen. Ja, also die Maske finde ich wirklich klasse, kann ich euch empfehlen. Dann habe ich mir ausgesucht von Salthaus, die war ja in meinem Jahresfavoritenvideo mit. Die Masken von Salthaus haben mich letztes Jahr absolut begeistert und das werden sie auch dieses Jahr machen, denke ich. Und zwar habe ich hier die Totes Meer Premium Maske Peeling. Für klaren Teint und zarte Haut mit Aprikosenpartikeln, Seesand und Mineralien aus dem Toten Meer. Also hier habe ich von euch ganz oft gehört, dass die Salthaus-Masken bei einigen brennen. Das ist bei mir auch so. Also viele Salthaus-Masken fangen am Anfang so ein bisschen leicht an zu prickeln, aber nach 2 Minuten ist das absolut vorbei. Und es sind für mich Masken, die auch einen sehr langanhaltenden Effekt haben. Also das ist jetzt zum Beispiel meine Lieblingsmaske im Moment von Salthaus, weil da einfach ein Peeling mit Peeling-Effekt mit drin ist. Und durch den Seesand, und das ist auch ein sehr, sehr schönes Peeling. Und ich weiß nicht, ob ihr, ich habe das schon oft erzählt, habe ja eine sehr dünne Haut. Ich habe auch hier an der Nase ein geplatztes Edelchen. Es gibt immer noch Leute, die schreiben, da ist auf der Nase ein Pickel. Das ist ein geplatztes Edelchen. Das habe ich seit, ich glaube, 4 oder 5 Jahren jetzt. Und das ist halt, weil meine Haut extrem dünn ist. Und das sind Peelings eigentlich nicht so gut. Deshalb mache ich diese Maske so maximal 2-mal im Monat. Und aber das ist dann wirklich so ein richtig geiles Gefühl, weil die Haut da wirklich richtig schön, man hat wirklich das Gefühl, dass die Haut richtig gereinigt wird. Und gerade im Sommer ist das, finde ich, also oder Richtung Frühling ist es geil, weil alles neu macht am Mai und so. Und dann sollte man sich, da ist ja dann auch die Zeit von Frühjahrsputz und alles. Und dann finde ich auch, sollte man der Haut mal so ein bisschen die ganze Winterscheiße, sollte mal von der Haut runter, gerade die abgestorbenen Hautschüppchen, wenn ihr euch dann sonnt und alles, sollte dann abgetragen werden und das geht mit dieser Maske sehr, sehr gut. Und wartet mal, was war jetzt? Aprikosenpartikeln. Also irgendwie ist es auch eine sehr, sehr feuchtigkeitsspendende Maske, obwohl sie diesen Peeling-Effekt mit drin hat. Und das weiß ich sehr zu schätzen, weil normalerweise, wie gesagt, ich vertrage Peelings eigentlich nie, weil meine Haut danach immer
sehr gerötet ist, noch röter, meine Haut ist ja schon übelst rot, roter geht es eigentlich gar nicht, sehr aus wie Mr. Krabs im Gesicht, aber wenn ich so ein Peeling verwende, ist das meistens noch schlimmer und das geht dann auch nicht so schnell weg. Aber die Maske vertrage ich super, kann ich euch echt empfehlen, ist eine tolle Maske. Was steht denn überhaupt drauf, wie oft man die anwenden soll? Ja, hier steht ein bis zweimal wöchentlich, also das kann ich absolut nicht machen. Also mit den anderen Masken, ihr wisst, ich mache manchmal 3-4 Mal in der Woche eine Maske, ist überhaupt kein Stress, weil die Zeit nehme ich mir einfach. Aber die darf ich definitiv nicht öfters verwenden. Aber gerade wer jetzt eine ölige Haut hat oder so, könnte ich mir vorstellen, dass das ganz gut klappt. So, dann habe ich mit reingenommen die März Spezial reinigende Maske. Die ist ja mit weißer Tonerde und Zink. Ach, jetzt habe ich einen Fehler gefunden. Passt auf, hier steht es nämlich. Siehst du, ich bin nämlich der absolute Maskenprofi. Neue Rezeptur ohne Parabene. So, Freunde. Und ich habe doch letztens noch gesagt, irgendwas ist an der Maske anders. Erstens mal finde ich den Geruch nicht mehr so toll, wie er mal war. Der reinigende Effekt, der ist immer noch. Aber ich finde auch, dass in der Maske jetzt so kleine Klümpchen drin sind. Das habe ich euch schon mal bei einer Maske erzählt in meinem letzten Aufgebrauchvideo. Das ist nicht wie Peeling-Klümpchen, sondern das sind so Klumpen, wie wenn ihr Milch und Mehl, wenn ihr was backt und das nicht richtig vermengt, dann wären das doch so solche ekligen Klümpchen. Oder bestes Beispiel, wenn ihr euren Cappuccino-Pulver nicht richtig verrührt. Und so ist das hier. Also das finde ich nicht so geil. Ich hatte jetzt allerdings noch eine Maske und da stand das, glaube ich, nämlich noch nicht drauf. Das war noch eine ältere Maske von März Spezial, die reinigende Maske. Und die ist wirklich toll. Auch die mit den Klümpchen ist vom Effekt her ist die wirklich super, weil die Haut wirklich reinigt. Ich habe bei der Maske auch wirklich das Gefühl, dass meine Poren verfeinert sind. Aber der Geruch von der gefällt mir jetzt halt nicht mehr so. Es ist auf gar keinen Fall jetzt ein Geruch, der, wo du denkst jetzt, ach du Scheiße, ich kann die Masken, es fängt ja immer an Lärm zu machen. So, mal hier die Bude zu machen. Es ist jetzt auf keinen Fall so, dass der Geruch jetzt so schlimm ist, dass man davon Kopfschmerzen bekommt oder die Maske runternehmen muss. So ist es nicht. Aber der vorherige Duft, den fand ich besser. Von der reinigenden Wirkung her ist sie wirklich super. Ach guckt, 83% bestätigen verfeinerte Poren. Also das habe ich wirklich, ich habe das jetzt gar nicht gelesen, das habe ich auch festgestellt, dass die Poren wirklich... ja, verkleinerter einfach wirken, feiner wirken. Und deshalb nehme ich die auch gerne, bevor ich was vorhabe, weil die eben auch, obwohl die reinigend ist, nicht austrocknet. Die Versuche könnt ihr euch sparen, das wird bei der Franzi nicht, da ist Hopfen und Malz verloren mit der Säure. Hyaluron, ja, die Säure. Die ist ja nicht drin, aber trotzdem ist die sehr feuchtigkeitsspendend. Und durch den Brombeerblattextrakt riecht die auch total lecker. Also die zeige ich euch auch in jedem Aufgebrauchvideo, weil ich die wirklich jeden Monat benutze. Und ja, ganz, ganz tolle Maske für auch ganz kleines Geld. Und dann wisst ihr sicherlich, was jetzt für eine Maske noch folgen wird, weil die Maske zeige ich euch in letzter Zeit auch ganz oft. Und das ist von Schäbens, die Cleopatra-Maske Beauty Deluxe für glatte und samtweiche Haut. Wirksamkeit dermatologisch bestätigt. Sehr gut sogar, okay, habe ich noch gar nicht gelesen. Da ist Studenmilch drin, das finde ich ein bisschen räudig. Mandelmilch und Gelee Royal für alle Hauttypen und die ist wirklich klasse. Die riecht auch so ganz leicht nach Honig und so ein bisschen nach Milch. Also man riecht diesen milchigen Geruch, riecht mal raus. Sie riecht so ein bisschen wie Cornflakes früh am Morgen. Also ganz, ganz leckerer, toller, entspannender Geruch. Und hier stimmt auch wirklich was draufsteht. Und zwar für glatte, samtweiche Haut. Also das ist eine Maske, wo die Haut danach wirklich wie so ein Babyarsch ist. Das habe ich ganz selten nach Masken. Ich habe die gestern Abend, habe ich hier, seht ihr, ist schon wieder eine Anwendung weg. Ich habe die gestern Abend wieder genommen nach der Arbeit, so, weil das ist halt auch so richtig eine Entspannungsmaske. Und ihr habt aber auch diesen Effekt. Nicht mal unbedingt so, dass die Haut total mit Feuchtigkeit und überfettet ist, aber die Haut ist einfach so richtig schön weich und eben und also ganz, ganz toll. Das ist auch eine Maske, die man ruhig mal machen kann, auch wenn man das nicht denkt. Aber jetzt gut, für eine ölige Haut vielleicht nicht, aber für eine normale und trockene Haut, dann ist das wirklich auch toll, bevor ihr euer Make-up auftragt. Also ich habe das heute früh ganz deutlich gemerkt. Ich hatte nur noch wenig in meiner Nivea-Pflege drin
und dachte, ach, ehe du jetzt die neue Packung aufmachst, das mache ich erst heute Abend, dann hoffst du jetzt einfach mal, dass noch ein bisschen Wirkung von der Maske von gestern Abend da war. Und es ist tatsächlich so gewesen, ich habe heute mein Make-up aufgetragen, das ging super, obwohl ich wirklich nur noch ein Furzcreme hatte, also es war wirklich nicht mehr viel. Und das ist wirklich die Maske dran schuld. Also die hat wirklich auch so einen Langzeiteffekt und deshalb ganz, ganz tolle Maske, kann ich euch echt empfehlen. Ich weiß nicht, es steht nicht drauf, dass sie limitiert ist, aber manchmal gibt es die einfach nicht. Vielleicht ist die dann ausverkauft oder so, keine Ahnung. So, meine Haselines, das war mein Video. Ich denke, ich werde das so mal in einem, ja, Vierteljahr denke ich nicht. Ich denke mal so in einem halben Jahr werde ich das vielleicht updaten. Oder ich sag mal so im, nee, halbes Jahr ist zu lange. Im Sommer denke ich, werde ich euch nochmal ein Video machen, weil dann kommen bestimmt auch diese ganzen Erfrischungsmasken-Editions raus von Shebens und von Reval de Loup und von Balea. Und deshalb werde ich da auf jeden Fall, denke ich, nochmal ein Video machen. Lasst mir auf jeden Fall einen Kommentar da, ob euch das gefallen hat mit den Masken. Ich weiß, viele interessieren Masken nicht, aber ich bekomme jetzt auch ganz, ganz viele Kommentare auf Instagram, dass ihr das gerne sehen wollt. Und deshalb habe ich das jetzt gemacht. Ich mache ja nur die Videos, die euch auch interessieren. Klar gibt es immer einen Teil, die es nicht interessiert, aber dann ist vielleicht das nächste Video was für euch. Ja. So, meine Haseleins, das war's für heute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssilein und Knutschilein. Tschüss.